Heute wird wieder geblinddatet. Wir haben eine bezaubernde Dame vorm Vorhang, die ich euch gleich vorstelle. Die bezaubernde Dame soll bei euch rein. 6 starke Männer hinterm Vorhang. Wir haben wirklich lange nicht mehr so gut gecastet. Ich bin sehr gespannt, ob wir heute ein gutes Match finden. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal den Trailer ab von der heutigen Kandidatin. Endlich mal wieder eine Gymfluencerin. Ist das überhaupt ein richtiges Wort? Egal. Paula lebt für den Sport und zeigt das auch ganz offen auf ihren sozialen Medien. Natürlich ist Paula, können wir mal zusammen Sport machen? Sie auch viel am Reisen und streckt ihr strahlendes Lächeln in die strahlende Sonne. Leider ist bei so viel Bewegung leider keine Kraft mehr da für die große Liebe und so ist auch die letzte Beziehung einige Zeit her. Mal sehen, ob wir das heute ändern können. So. Hello. Was geht? Alles gut? Was war denn hier los? Sehen, ob wir das heute ändern können. So. Hello. Was geht? Das war so richtig dieses 3, 2, 1. Jetzt komm rein. Alles gut? Ja, sehr gut. Ja, freut mich. Bei dir. Ja, auch. Ja, ich auch. Ich bin aufgeregt, was du mir für Männlein hier rausgesucht hast. Ja, wie lange bist du schon Single? Schon immer tatsächlich. Echt jetzt? Hast du noch keinen Freund? Nee, nicht so richtig. Die hatte noch nie einen Freund. Ich hätte, sollen wir erstmal ihr Instagram abchecken? Sollen wir erstmal ihr Instagram abchecken, Chat? Das tut mir so leid, Chat. Ich muss. Wann hat sie liegen? Weiß ich nicht. Ich glaube, war noch nicht der Richtige dabei. Aber Kennenlernphase und sowas? Ja, ja. Okay. Aber so die 4-Monats-Grenze hat es meistens nicht geknackt. Krass, dann bist du wahrscheinlich echt picky, ne? Hast du so... Ja. Sag mal, was ist dein Type? Babyface. Mhm. So braune... Babyface? Babyface. Lockige Haare. Ich habe gerade Angst gehabt, einen Sound abzuspielen. Mhm. Das war es eigentlich schon. Also. Blond ist nicht so meins. Sind wir mal gespannt. Du jetzt so. Ich muss jetzt noch mal gucken. Ja, doch, da ist schon einiges dabei. Du darfst jetzt nur keine falschen Entscheidungen treffen. Würdest du sagen, du hast Plan von Mode? Nee, nicht so. Nicht so, ne? Du bist so Gym-Girl. Ja. Da reden wir auch schon so später noch drüber. Dreh dich einmal um, wir schauen uns gleich die Füße an. Runde 1. Okay, du kannst dich umdrehen. Wir sehen Schuhe. Wer von euch hat L geschrieben, Bruder? Sieht doch super aus, die Dame. Oh. Die das 2 finde ich schon mal cool. Ja? Habe ich selber bestellt. Paket ist noch nicht angekommen. Ich habe die auch zu Hause tatsächlich. In 2 Farben. Grün und schwarz. Wir haben 3x, 1, 2, 3, 3x Air Force. Boah, geil. Bruder, ist das immer dasselbe. 1, 3 und 5. Mhm. Dann haben wir bei der 4 so Low Dunks. Und bei der 6 Jordans. Hast du Jordans? Tots Line-Up wieder. Nee, tatsächlich nicht. Das wäre jetzt so, das hätte mich interessiert, so ob du so ein Jordan-Girl, weil nee, könnte sein. Ich bin so New Balance-Girl. So. Wisst ihr, was irgendwie bei Frauen richtig irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt weird ist irgendwie, Chat, aber ihr fühlt mich. Kennt ihr so diese Muttermale hier so? Diese Muttermale, die kommen hart. Sportlich auf denen, ne? Ja. Wenn du so feiern gehst, wie ziehst du dich da so? Genau diese Schuhe. Echt jetzt? Geil, wo gehst du feiern in Köln? Noch gar nicht. Du gehst gar nicht feiern? Nee, also ich bin erst vor ein paar Monaten hergezogen. Ah, deswegen, also ich war schon im Vanity feiern. Also nicht so die Partymaus. Die Omi. Weiter gehst du mit Rudas und samstags ins Vanity. Mentality get to Queen. Banksy in London. Also mehr so die Zuhause-Chillerin Samstagabend. Genau. Oh, ja. Fühl ich. Du hast uns hoffentlich Fragen mitgebracht. Du willst ja auch wissen, was in den Jungs steht. Ja, ich habe mir lustige Sachen überlegt. Dann würde ich sagen, schießen wir direkt los mit Frage Nummer 1 und lernen die Boys kennen. Wir starten mit der wichtigsten Frage rein. Oh. Welche Sportart macht ihr? Oder macht ihr überhaupt Sport? Ja, vielleicht genau. Ist ja jemand dabei, der gar keinen Sport macht. Nummer 6. Ich betreibe Reitsport auf Schwänzen. Ich mache auf jeden Fall Sport und zwar bin ich 3-mal die Woche im Fitnessstudio. Ansonsten habe ich früher lange Basketball gespielt. Stark, welche Position? War einfach vorne. Oder du hast gerade gesagt, du hast lange Basketball gespielt. Du sagst Position vorne. Ja, ich war nicht so gut. Ich war so. Nice, vorne, Bruder. Warst du Stürmer, rechts Flügel? Sag doch, Bruder. Warst du Point Guard, Shooting Guard? Was ist das? Zwischen 10 bis 14 habe ich Basketball gespielt. Ach so, okay. Ja. Ja, da hat man noch nicht diese Aufstellung. Genau. Ich check, ich check. Okay, wie viel drückst du denn? Man hat doch mit 10 bis 15 auch schon so diese Aufstellung, oder nicht? Bruder, natürlich. 14, wie alt ist er denn? Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 28. Ich bin jetzt 15. Also, aber ich habe vor 100 Jahren mal Basketball gespielt. Ja gut, aber du hast aktuell keine Berührungspunkte mehr mit Basketball. Gar keine. Aber Jim, was Wunderbar. Drückst du denn? Oh, nicht viel. 15 bis 20 ungefähr. Ist die Stange nicht allein? 15 bis 20. Wie viel wiegt die Stange nochmal? Nein, also nicht 15 bis 20. Ich glaube, er hat sich versprochen, Bruder. Oder bin ich dumm? 20? Seite, auf beiden Seiten mache ich 10 drauf. Ach so, also drückst du 40? Oder? Ja, ungefähr. Denkst du, das ist am Cappen, ne? Das ist das, was ich drücken kann. Echt? Ja. Krass. Ja, okay.
Okay, der arme Junge. Der arme. Also ich habe, glaube ich, wo ich so aktiv im Gym war, habe ich auf jeder Seite 25 gedrückt. Und jetzt zur Zeit drücke ich, also ich muss ja wieder reinkommen, auf jeder Seite 15 bis 20. Fünf? Ja, also ich spiele Fußball, Basketball, eigentlich fast jede Sportart. Welche Position bei Basketball? Beim Basketball war ich immer Point Guard, also ich habe die Bälle verteilt. Und jetzt haben wir schon, Beinpresser, jetzt weiß haben ich schon eine Ansage, okay. Genau, ja, beim Fußball eher Verteidiger gewesen immer. Und ja, Gym war ich auch eine Zeit lang, jetzt aber eher die letzten paar Monate nicht so. Mhm. Aber sonst bin ich sportlich aktiv. Das Ding ist, Chat, an alle, die ins Gym gehen, okay? An alle, die ins Gym gehen, lasst euch nicht niederkriegen von euren Gewichten, die ihr drückt, Bruder. Jeder braucht seine Zeit. Und ich zum Beispiel, ich habe mich auch nie geschämt, wenn ich irgendwie mit Kollegen war und die haben so richtig viel gedrückt und ich habe halt, musste dann immer so runter machen, so ein bisschen weniger, weil die sind ja auch ein bisschen krasser und so, gehen auch immer und so. Wisst ihr, was ich meine? Jeder fängt klein an bei Gym, Bruder. Deswegen fickt euch nie dafür. Eine Sache auch an euch, Bruder, wenn ihr Frauen im Gym habt oder so, ne? Und Digga, trainiert, wenn ihr im Gym seid, trainiert bitte für euch. Trainiert nicht für Frauen oder so. Macht nicht extra so mehr Gewicht um so, damit ihr so krasser aussieht oder so, Bruder. Das ist cringe. Macht auch weniger Gewicht dafür sauber, anstatt so schwer und dann so wie ein Dulli auszusehen und so Ding, ne? Auf jeden Fall. Nummer 4? Ja, also ich gehe auch ins Gym, aber ich spiele auch ganz gerne in meiner Freizeit noch ein bisschen Volleyball, Basketball. So, also gerade im Sommer fühle ich das sehr. Was drückst du so? Für einmal oder? Dann so 80 Kilo, 85 Kilo, je nach, also komm auf den Tag an. Eine Wiederholung? Ja, ja. Okay. Okay, ist Nummer. Okay. Ich hab, warum sie ist Gym kritischer als Bruder Kreacher, geht's gar nicht. Versuch dein Gesicht zu lesen. Wir suchen hier nach den Bodybuild. Nummer 3. Ja, hi. Volleyball, Supersport, immer im Türkeiurlaub mit den ganzen Russen. Hallo. Also, hi, ich bin der Micha. Also, ich drück auf der Bank so 90 bis ja, 100. Ja, das ist stark. Wenn wir den nochmal angucken. Das sieht man nicht, aber ist so. Nummer 2. Ja, ich spiele aktiv Fußball und ich gehe auch, je nachdem, wie es halt mit dem Sport geht, dann nochmal ins Fitnessstudio. Ich versuche da auch immer so dreimal die Woche zu gehen. Mhm. Okay, Nummer 1. Also ich spiele eigentlich immer Fußball, habe mich da aber vor kurzem verletzt. Also ich habe vor kurzem seit ein, zwei Jahren schleppe ich so eine Verletzung rum und seitdem gehe ich aktiv pumpen. Und Bankdrücken mache ich jetzt eigentlich nicht, aber wenn man mich so fragen würde, also ich drücke an die 100 ungefähr. So okay. Um den Dreh. Dafür, dass du es nicht machst, ist 100 stark. Schon viel. Ist stark. Ja. Ich mache es halt so an den normalen Geräten und da einfach, weil das von der Durchführung her einfach besser ist. Mhm. Man muss dazu sagen, er ist heute mit Krücken angekommen. Hast du dich beim Sport verletzt? Ja, beim Fußball, ja. Ja. Hast du jetzt eine Knieverletzung und die Karriere ist vorbei? Ich wäre vielleicht Profi geworden, ja. Ich wusste es. Ja, ich habe es mir auch schon fast gedacht, vorhin, als ich dich gesehen habe. Mhm. Aber die Krücken standen dir auch gut, ne? Danke, Mann. Nein, okay. Hä, ich finde die übertrieben süß irgendwie, ihr nicht, Chat? Bin ich gerade der Einzige, der sie feiert irgendwie oder bin ich dumm? Ja, die Antworten waren legit so. Ich glaube, ein paar Leute waren vielleicht ein bisschen am Flunkern, aber das werden wir ja erst herausfinden, wenn... Aber wir haben ein paar Sporty. Bro hat Druck. Ey, Chat, ich habe mir aktiv seit einer Woche keinen mehr geholt und ich hab's auch gar nicht mehr vor. Ich weiß nicht warum, Digga. Also wirklich gar nicht mehr. Null, null, null. Nicht mal diese Lust und so, weißt du? Aber auch ohne Spaß, Main Point, Religion, Bruder. Ich hab das immer im Hinterkopf. Bruder, ich hab wirklich so viel auch in letzter Zeit so gelesen und mich auch ein bisschen, ne? Bruder, glaub mir. Beste. Geist dabei? Geist? Das ist schon mal gut. Hm? Okay, nächste Frage. Wir bleiben direkt bei den Sporty-Themen. Welchen Muskel findet ihr bei Frauen am attraktivsten? Und den Gluteus Maximus! Boah, ich beantworte die Frage auch am Ende. Okay, Nummer 1. Also allgemein so. Ja, mir Dankeschön. Finde ich eigentlich ganz gut. Was bei den Beinen? Die Schenkel, tatsächlich. Also das hier, das obere meint er damit, ne? Chat, ist es allgemein weird? So die Schenkel, ja. So Chat, ist es weird, dass ich mal bei einer Frau in den Oberschenkel gebissen habe? Okay, Hintern. Okay. Achso, ja, okay. Nummer 2. Die Schenkel, wie so ein Hühnchen. Klassiker, nein, top, super, wir verstehen uns, Freunde. Kuss, Ernst, Vision, ja. Eins in den Chat, wer schon immer mal in so einen Oberschenkel beißen wollte. Oberschenkel von einer Frau ist wie so, ihr kennt doch so Chicken Wings, die so gerade frisch aus dem Ofen kommen, wisst ihr? So Chicken Wings, die gerade frisch aus dem Ofen kommen, so knusprig, so braun und so, du willst so... Sollen wir noch würzen oder ein bisschen einölen oder so? Nummer 2? Ja, ich würde sagen, so Bauch und Beine wäre ich auch so dabei. Also Beine auch so sportlich. Okay, Nummer 3? Ja, also ich sehe das ungefähr genauso wie die Nummer 2. Natürlich noch ein bisschen der Hintern müsste auch ein bisschen trainiert sein, aber... Wer hat das gerade gesagt? Nummer 3. Was hat der nochmal gemacht an Sport? Gym. Ah ja, Hoffentlich hast du auch einen knackigen Hintern, ja? Ja. Okay, sehr gut. Ey, ich krieg oft von Frauen gesagt, dass ich einen echt fetten Arsch habe. Ist das ein Kompliment oder nicht, Chat? Und dann hauen die mir so mal auf den Arsch und so. Streck mal unten raus. Nummer 4. Ich würde sagen, Quads finde ich ganz gut und Rücken würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Also Latzug oder so, muss schon ein bisschen was gehen und deswegen...
Ich denke, das ist eine gute Kombi. Mhm. Mhm. Nummer 5? Ja, ich finde, der Bauch ist mit am wichtigsten, wenn man Sport macht. Ich finde, wenn so Mädels Sport was für Bauch, Land? Machen und dann den Po trainieren, ist der Po dann manchmal doch zu knackig. Also der muss da schon so gut geformt sein und... Gibt es zu knackige Po's? Es gibt ja, nicht also, zu knackig. Bro, es gibt zu knackig. Meiner Meinung nach, es gibt zu knackig, Chat. Du willst gerade so anpacken und Bruder, du knallst da aktiv gegen einen Eisenstahl. Das ist echt nicht. Doch, also, wenn die zu hart trainiert sind. Wenn die zu hart trainiert sind, aber da muss schon viel hinter sein, dann, wenn man richtig viel trainiert. Also, Nummer 6? Also ich sage auf jeden Fall, Po muss auf jeden Fall trainiert sein und der Bauch auf jeden Fall auch. Mhm. Spannend. Ich bin maximal Rücken. Ja, safe. Rücken hast du Rücken, Digga? Heute Training gemacht. Wenn eine Frau einen starken Rücken hat, das macht sehr viel aus, finde ich. Ich habe auch einen starken Rücken, bestehend aus arabischen Membern. Männern, Hot und Schultern. Mhm. Ja, die Antworten, anhand der Antworten. Müssen wir einen rausschmeißen. Genau, also Nummer 5 hat gesagt, zu knackig geht nicht und zu viele Muskeln gefallen ihm nicht. Mhm. Das war gerade schon echt Snow-Go. Was ist denn dein Ziel? Hast du so einen Körper, also wie du nach außen hin aussiehst, Ziel, oder willst du einfach nur fit sein? Nee, so wie ich gerade aussehe, passt mir eigentlich ganz gut. Digga, ich will mit ihr ins Gym, Bruder. Echt doch, ja. Sie kennt dich nicht? Sie wird mich noch kennenlernen. Spätestens dann, wenn ich vor ihrer Haustür stehe und sie stalken werde. Also so ist eigentlich schon nice. Ich bin schon sehr zufrieden. Aber mein Po kann immer größer werden, deswegen... Größer ist ja nicht das Ding. Ja, muskulös. Komm jetzt hier, zieht er, macht einen Rückzieher. Reicht. Nummer 5, komm einmal bitte zu uns. Alles klar. Hallo. Alles gut? Hi, was geht? Ja. Freut mich. Zeig mal deinen Po. Hallo. Alles gut? Hi, was geht? Ich finde, Bruder, sein Übergang ist perfekt gelungen. Chat, was sagt ihr? Ich finde seinen Übergang perfekt gelungen. Auch seine Hairline und so. Finde ich super. Sein Bart passt zu ihm. Und auch das Oberteil und die Hose, es matcht. Sedo? Wohin guckst du? Ja. Freut mich. Zeig mal dein Po, Bro. Stabil. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Heute, ich bin auf Soundboard ADHS, sorry. Was ist denn los? Freut mich. Zeig mal dein Po, Bro. What the fuck? Stabil. Das ist auch diese knackige, diese nein, kleine, aber, knackige. Ja. Wie geht's? Alles super. Ja? Ja? Schade jetzt erste Runde, ne? Ja, scheiße, aber was soll's. Egal. Woher bist du gekommen? Düsseldorf. Düsseldorf. Hast du ja nicht so weit. Nein. Bruder, dann... halbe Stunde heim. Da hinten, wenn du da durchgehst, an diesen Autos vorbei, ja? Da ungefähr geradeaus, dann kommt Düsseldorf. Okay, kommst du mit? Nein, Bruder, ich muss noch kurz ackern. Hau rein, danke dir. Runde 2. Ja, einer weniger. Das Problem ist, der Vorhang geht nicht hoch. Okay. Das heißt, wir müssen nochmal Fragen schießen, kennenlernen, damit du so ein bisschen besseres Gefühl kriegst. Okay. Weil, so wie ich rausgehört habe, anhand der Schuhe würdest du jetzt niemanden so, oder? Nee, die 2 ist schon fresh. 2 ist cool, der Rest ist halt scheiße so. Aber egal. Ja, nächste Frage. Wir haben Samstagabend, wir haben ein Date, ihr plant das. Was machen wir? Also Samstagabend, ich habe Hass im Mord. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Nummer 1. Ich würde sagen, einfach spazieren gehen, irgendwas essen gehen und dabei reden eigentlich. Kuss beim ersten Date, ja, nein? Oh, nee. Warum nicht? Boah, Red Flag. Warum? Boah, ich weiß nicht, geht nicht. Dann macht sie das auch mit anderen Typen, nee. Ja, müssen wir uns machen. Ja, die Frage war, ob du so dafür auch so ready bist. Ich? Also ich würde, nee, ich nicht. Nee. Ja, Baby, mach ich. Okay. Nummer 2. Soll ich sagen, halt das Essen gehen ist ja, sag ich mal, ich finde erste Dates eh immer so am wichtigsten, dass man halt einfach redet, sich kennenlernt, guckt, ob die Chemie so ein bisschen stimmt. Was schreibt man auch einen Titel neben Reaction, erzähl Watch Party. Was kann man noch so machen? Zum Beispiel, jetzt hier auf den Ringen gar nicht da feiern gehen oder so, aber da gibt es ja zum Beispiel das Liga Center, wo man irgendwelche Spiele spielen kann, dass man einfach so was anderes immer macht, vielleicht irgendwie sich so ein bisschen bettelt. Da gibt es diese Automat hochdrücken auf 140? Nein, aber da kannst du ja zum Beispiel, da gibt es so. Ja, ich check, doch. Ja, da gibt es ja ein bisschen dieses Air Hockey oder so und dann so ein bisschen dieses Competitive sein. Ist ganz süß. Okay, ja, er hat auf jeden Fall nochmal gut. Ich muss ja jetzt irgendwas anderes sagen, so, ne? Ist creative. Spicy Tea, danke. Nummer 3. Wow. Wow. Ich hatte noch nie ein Date. Was willst du von mir? Ja, ich würde auch so sagen,
Essen gehen, muss ich sagen. Ja. Kurzer Call von Slump Abi, nennt mich Abi ab heute, okay? Wenn ihr ein erstes Date habt mit einer Frau, denkt gar nicht so kompliziert, übertreibt nicht. Geht einfach was essen, spazieren, reicht, lernt euch kennen, labern, lachen, furzen, okay? Das wäre so das Eheste, was mir jetzt einfallen würde. Alles außer Essen gehen ab jetzt. Ich will Leute, diese Essen gehen Antworten nicht mehr. Irgendwas anderes. So Minigolf oder sowas, die lasst euch irgendwas einfallen. Hey, du ja, aber jetzt ach so. Ja, das ist geh mit einer Frau ins Späti, hol dir eine Capri-Sonne und geht spazieren. Du bist locker raus mit einem maximalen Zehner, wenn sie noch einen Snickers will. Samstagabend. Minigolf? Bro, am Ende des Tages gibt es auch bei Minigolf Aperol-Spritz. Man kann sich ja, auch einen reinjubeln. Okay. Nummer 4? Ich würde sagen, das fängt bei mir ein bisschen früher an. Also ich würde sagen, erstmal gehe ich dir abholen, habe vielleicht ein paar Rosen dabei. Und dann würde ich sagen, entweder gehen wir irgendwo hin. Rosen? Ja. Ach, ich habe Hosen verstanden. Ja. Was hat der vor? Echt? Habt ihr Hosen verstanden? Nein, ja, Rosen. Okay, du hast Rosen dabei. Rosen sind schon besser, oder Blumen. Okay, genau. Beim ersten Date stark, okay? Ja, safe. Auf jeden Fall zu Hause abholen. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Dann würde ich sagen, fahren wir irgendwo hin, entweder an. Was sind diese Soundeffekte, Bruder? Das ist ja schlimmer als mein Soundboard. Bei uns, wir kommen halt aus dem Ahrtal, da kann man auch sehr, sehr gut in die Weinberge oder so, hat man oben guten Blick, Sonnenuntergang. Wenn man da vielleicht noch ein bisschen picknickt oder sonstiges, ich glaube, das ist schon sehr schön. Und dann würde ich sagen, was auch noch sehr, sehr wichtig ist. Also erstes Date Rosen ist viel zu viel. Wieder zu Hause absetzen, also gucken, dass sie zu Hause wieder ankommt. Wenn die angekommen ist, die Tür zugemacht hast, dann losfahren. Och, was eine Maus, gell? Toll. Ja, ich fand auch gerade, also ich hab mich fast selbst nicht verliebt, Bro. Vor allem dieses noch vor der Tür warten, bis die Person in der Tür drin ist, toll. Ja. Sehr aufmerksam. Bruder, ich finde, sie ist eine überragende deutsche Frau, Chat. Checkt ihr, was ich meine aber? Das ist so eine 10 von 10 Deutsche. Die braucht einen Maximilian im Leben, ernst. So ein richtig, so ein stramm, muskulösen Maxi, Bruder, und dann ist sie zufrieden. Erzogen. Nummer 6. Unsere ausländischen Frauen, Bruder, die machen Icklisten zu Hause. Okay, ich bin so ein Fan von Aktivitäten, also Minigolf ist so ein bisschen meins und vor allem, wenn man so Rätsel lösen kann oder hat so. Hat er geklaut? Das war nicht geklaut, das war vorher geplant, aber das hast du vorher gesagt, Cedric. Warte mal, du hast danach Rätsel lösen gesagt? So Doku oder was? Genau, so wenn man in so, es gibt ja diese, wo man so Hogwarts oder sowas machen kann oder sowas. So. Ich verstehe gerade irgendwie nichts. Also dieses Rätsel. Warte, darf ich kurz nur fragen? Ich stell mir das so. Sind hier nur Jungs im Chat? Nee, hier sind auch Frauen im Chat, die verstecken sich nur vor mir. Vor, wir spielen ihr seid so, cool. Ihr seid, du hast die abgeholt. Genau. Ihr sucht euch einen passenden Ort, wo ihr eure Zeitschriften auspackt. Jeder kriegt einen Kuli. Was? Hä? Und dann wird so Doku gemacht. Was? Nein, also ich meinte diese, wo man auf jeden Fall so in so einen Raum reden kann und dort. Ach, du, er meint Dings. Hier, wie heißt das? Ich habe es in der, mir fällt gerade das Wort dazu nicht ein. Escape Room, danke schön. Ach so, mein sorry, Gott, das ich habe gedacht, so wir spielen Sudoku in Hogwarts. Nein, sorry, das wollte ich nicht sagen. Auf jeden Fall war genau das gemeint. Okay, und, okay, das und ist es cool. Vor allem, Entschuldigung, wir wollten nicht lachen, das ist cool. Alles cool, alles cool. Doch, und ich Toleranz. Wollte lachen, ich muss das also. Oh. Und soll ich noch was sagen? Oder? Na, ach, nee, super. Danke, I-Date. Ja, ich glaube, du hast viel gehört. Also ich muss sagen, die 4, echt eine Maus. Die 1, dass er beim ersten Date direkt nicht einen küssen möchte, finde ich irgendwie sympathisch. Ja? Ja. Also Nummer 1 und Nummer 4 hast du gesagt, also die Nummer sind safe. Nummer 3 war so richtig. Ich habe nach 8 Dates keinen Kuss bekommen. Wisst ihr, was das für ein fickter Kampf ist, diese Scheiße? Boring, der wusste ja gar nicht Bescheid. Ja, da hast da du gesagt. Da musste ich das Date planen. Dann habe ich jetzt falsch rausgehört oder bist du die Nummer 3? Oder? Muss ich schon? Ja, es war ja, langsam. Würde aufgeben nach 8 Dates. Wie 1 habe ich aufgegeben. Komm, Nummer 3, tut mir leid. Bisschen unkreativ. Oh, Babyface. Hallo. Oh, Babyface. Boah, sie ist eigentlich genau sein Typ. Braune Locken, Babyface. Geht ab. Hi. Freut mich. Freut mich auch. Ja, schade. Tut mir leid. Wer ist mein Bro. Typ gewesen? Mensch. Oh, schön. Wie ist sie denn dein? Wisst ihr, was das Problem ist? Sie gibt mir diese Vibes. Ich habe Trauma von so Mädels wie ihr, ne? Ich habe wirklich ein Trauma von so Frauen wie ihr, okay? Darf ich euch sagen, warum, Freunde? Sie ist so eine richtig liebe Deutsche, okay? Aber sie ist so eine, die macht jedem, die ist zu jedem so richtig lieb und du denkst, okay, die will was von dir. Will nichts, nicht mal 1% was von dir. Typ, musst du ja auch mal offen, also darfst ruhig ehrlich sein. Yeah, wir sind hier sehr oberflächlich. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Er hat halt genauso, wie du beschrieben hast. Locken, Babyface und was hast du noch gesagt? Größer oder so? Was hast du gesagt? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das war es eigentlich. Soll man asozial sein? Nein, man muss nicht jedem Gesicht zeigen. Locken und Babyface reicht. Schade, Bro. Schade, Mann. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja. Oh Gott. Babyface reicht. Schade, Bro. Schade, Mann. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Danke dir. Ciao. Tschüss. Er will Hand geben. Tschüss. Ciao. Ja. Aber ich finde sie übertrieben sympathisch, ja. Runde 3.
Okay. Doch, Ron. Du darfst dich umdrehen. Es gibt was zu sehen. Wow! Hosen! Tot! Yeah! Hosen! Ey, hätten wir mit... Bruder! Ich habe noch nie gesehen, dass eine Hose so weird auf einen Schuh steckt. Also das habe ich noch nie gesehen. Mit dir so eine Badehose-Version machen können, das wäre ja auch witzig gewesen. Ja, das wäre so witzig. Weil es gibt keine schönen Badehosen. Das gibt's nicht, aber es gibt schöne Hast du Oberkörper. Eine schöne Badehose? Ich habe so eine schwarze Basic, ich glaube so diese, einfach diese bisschen kürzere. Ich hätte jetzt auch gedacht, du hast so eine Speedy. So eine? Zack, zack. Nee. Du, da guckt ja alles rechts, links, unten, oben raus. Oh nein, halt, stopp. Also hör mal. Nee, was sagst du? Wie, was hier, wo, was, wer? Darf ich mal so? Du geh, tu. Ich weiß, ich bin ein bisschen blind, muss ein bisschen mehr Du, angehen. Lass machen, was, wie du willst. Mhm. Du darfst dich gerne, wenn es geht, so... Die Hose anpassen. Ja, was siehst du? Ach, guck mal, Hände sehen wir auch. Zeig mal eure Hände, Jungs. Ja, zeig mal die Hände. Habt ihr sportliche Hände? Ich hab tote Hände ein bisschen. Ich krieg grad wieder diese Blasen-Chat vom Sport. Das ist mit Abstand eine der ekelhaftesten Sachen, diese Blasen an den Händen, Bruder. Die Hände werden immer so rau und so. Kann man irgendwas dagegen machen, Chat? Diese Blasen vom Gym und so, Bruder. Das fuckt tot ab, Digga. Die Frage, ne? Mhm. Aber bitte alle einmal umdrehen auch. Ich weiß, was du abcheckst. Ich weiß ja. Ganz genau. Handcreme akzeptieren. Sagt der Handcreme ist der Call? Oh ja, das ist gut. Ja. Ich hab nicht. Das bisschen, doch. Das sind noch die Reste von Januar. Guck mal, ich. Oha. Ganz bisschen. Nee, das ist schon... Das sind die Maschinenhände. Oh, bei Frauen Hornhaut schwer. Stark. Aber sie ist extra nochmal eingecremt. Legst du viel Wert auf Hände? Du hast dir doch voll schön die Nägel. Hast du für heute gemacht oder hast du immer so? Bist du immer so? Hab ich immer. Echt? Nägel... Immer wichtig. Okay, gut. Bei Männern auch, aber ich sehe, alle haben die Nägel geschnitten, wunderbar. Wir sind ja hier nicht im Zoo. Ich könnte Waller sagen, kanackensinnischer Typ. Im Streichelzoo. Kranke Aussage. Also ich finde 2 und 4 irgendwie ganz cool, obwohl 1 auch. Nee, weißt du was, sieht alles gut aus. Ja, ne? Top ich bin auch happy. Ja, ich bin sehr happy. Die Frage kommt jetzt vielleicht ein bisschen random, aber könnt ihr euch was unterm Cami-Check vorstellen? Cami-Check? Ich weiß, was es ist, tatsächlich. Mhm. Aber ich verfolge auch deinen Content. Okay. Ich bin ja... Treuer Follower. So. Ja. Ne? Support. Ja, ich supporte dich auch, ne? Echt, wo? Überall. Hab nicht gesehen. YouTube. Wie? Hast du ein Abo dagelassen? Instagram? Natürlich. Ach, an der Stelle, liebe Freunde, super Erinnerung. Kanal wollt, macht das. Mal gucken, vielleicht bleibt die... El Promo. Single. Wir sehen es gleich. Falls ihr rausfinden wollt, was der Cami-Check ist. So, okay, jetzt Nummer 1. Ich höre Vorschläge. Nee, komm, wir starten mal mit Nummer 4. Okay, wir starten mal mit Nummer 4. Okay, ja, Camis, also sagen wir jetzt erstmal nichts. Vielleicht, ich habe irgendwie an Hamstrings gedacht und vielleicht ist es weiter oben dann so. Achso, sorry, alles gut. Vielleicht Hamstrings und vielleicht dann weiter Richtung Arsch oder so. Ich weiß es mal wieder nicht. Nach vorne. Irgendwie so, ich habe wirklich keine Ahnung. Okay Nummer 6? Ja nee, keine Ahnung. Nummer 2? War leider auch gar keine Ahnung. Nummer 1? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe es akustisch gar nicht verstanden. Cami-Check. Cami-Check? Was ist das? Cami-Check. Okay, das heißt, also man kann auch Cami sagen, ne? Keiner kennt mich. Jetzt musst du es halt erklären, ne? Ja. Wie erklärt man das? Ja, auch noch nie gehört, brüderlich. Jetzt, so, dass es halt... Dass wir, der Kanal nicht gesperrt wird. Mäßig. So. Also, wir Mädels tragen ja gerne Leggings im Gym und... TVO-Demons. Kennt es bestimmt, wenn man vorne so ein Camel hat. Ja, ne? Das muss man immer mal wieder abchecken. Cami-Check. Also, wenn halt die Hose gefressen wird, mäßig. Ja, Schlitz im Gym, okay, ja, falsch. Ja. Ach so. Das snackt ein bisschen. Zeig Schlitz! Bisschen was mit, das brauchen wir nicht. Ja, weiß keiner. Aber du hast ja noch eine super zweite Frage, die ich gerade schon mitbekommen habe. Ja, Leute, die ist toll. Jetzt die finde ich richtig gut. Ich finde es auch super witzig. Würdet ihr in der Beziehung vor eurem Partner und bevor ihr jetzt irgendwas macht, ich möchte von... Bruder, Chat, wenn ich es irgendwann erleben sollte, dass meine Frau kackt und die Tür offen ist, ich mach Schluss. Allen innerhalb von... Ich zähle andersrum genauso, völlig verständlich. Von 3 runter, ich möchte Daumen hoch oder Daumen runter. Ja, eins, Augen zu, dass ihr auch nicht sehen, was die anderen machen. 1, 2, 3. 2 Daumen hoch, 2 Daumen runter. Bruder muss los. Ich sag dir ehrlich, ich würde mich hier anschließen. Ne? Ja, ich aber so, dass man im Raum ist, du putzt so Zähne und sie sitzt auf dem Pott. Nee, bah, Digga. Bah, Bruder. Bruder, Chat niemals. Andersrum? Ja, das juckt mich ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich? Ja, das juckt mich nicht. Nee, irgendwie. Ich bin da sehr entspannt. Die Frage ist, ob man das erleben will. Also dieses Erlebnis ist halt, es muss nicht. Ich finde, das Erlebnis kann man sich tatsächlich sparen, ja. Das nimmt so ein bisschen den Zauber. Aber vielleicht war ich auch noch nicht lang genug mit irgendjemand.
So. Ja. Aber ich brauche da meine Ruhe, ja? Ich frage mal Nummer zwei. Wie ist so dein, was so dein System? Wie mein System ist? Wie ist deine Meinung dazu dem ganzen Thema? Ja, ich finde jetzt so, bei meiner Partnerin sollte einem eh nicht so peinlich sein einfach. Ist natürlich die Frage, was, also wie sie jetzt will. Also wenn sie sagt, sie will das nicht, sie braucht das jetzt nicht, dann würde ich halt, sag ich mal, ich würde jetzt nicht auf Klo gehen, die Tür auflassen, sodass sie dann einfach gucken kann. Aber wenn sie jetzt, wenn du da sitzt und sie kommt. Schau halt mal, so, was ich hier gerade mache! Ja, aber. Nein, aber ich also, hab eingelegt. Ja, also, das Einzige, was ich akzeptiere, ist Furzen vom Partner, Restmüll. Nee, aber halt, wenn sie recht so sagt, so, nee, will sie nicht, auf gar keinen Fall. So, wenn du halt so weißt, dann achtest du darauf, nimmst Rücksicht darauf. Aber ich hätte damit jetzt einfach kein Problem. Okay. Ja, das ist eine solide Antwort. Kurz für die Übersicht. Chat, ich bin ja so ein. Ich würde Furzen und Decke so über Kopf halten. Nur für meinen Kopf. Ja. 4 und 6 hat dir gefallen? Also sind die schon weiter oder? Nee, die sind noch nicht weiter. Okay, weil dann müssen wir ja nochmal. So einfach geht's hier nicht. Aber für dich No-Go, sagst du? Ja, muss jetzt nicht sein. Dann braucht man noch mehr Fragen, ne? Ja. Müssen wir noch tiefer in die Materie hinein. Ganz tief rein. So Leute, ich habe jetzt eine Aufgabe für euch. Seid ihr bereit? Aufgaben macht mir immer egal, Spaß. Ob ihr es könnt oder nicht. Mit. Oh, geil. Finde ich stark. Rein. Also ihr müsstet euch dafür alle vielleicht einmal umdrehen. Oh, mit Herz. Ich wollte auch eigentlich machen. Aber. Ja, Leute, jetzt zeigt mal eure beste Twerk-Einlage. Oder wisst ihr, was ich machen würde, wäre ich hinter dem Vorhang. Ich würde einfach sagen, Sergio, danke für die Einladung, mein Bruder. Hat sehr viel Spaß gemacht. Pass auf, ciao und bleib gesund. Ich krieg hier nur, oh nö. Aber du wolltest mitmachen, ne? Ja, ihr dürft doch gleichzeitig alles machen. Ich bin ein Wirbel raus. Ja, mach mal. Reicht, oder? Ich muss mir das angucken. Nein, mach mal. Ich muss mir das alles angucken. Hallo, ich habe 1 und 2 noch nicht gesehen. Zack, zack. Hat Nummer 6 schon? Alle gleichzeitig. Und los. Was war denn das gerade? Das ist ja das Grausamste, was ich je erlebt habe. Ich möchte mich häuten. Also wie wenig Aura kann man denn haben, Chat? Die haben sich gerade ihre komplette Aura wohl gerade ruiniert. Ey, was ist das für eine Scheiße hier? Sehr geil, doch. Ey, fast Knie gebrochen, ey. Oh. Stimmt, der hat Kreuzbandriss. Oh, nein. Das gibt alles gut, passt, alles gut. Aber Chat, so wie die gerade getwerkt haben, ist billig. Guckt euch mal von mir an, Bruder. Von mir ist 10 mal besser. Wer war besser, die oder ich, Chat? Es gibt wirklich einen Pluspunkt. Ja, alles gut, ehrlich. Allgemein, ja, Jungs, es war eigentlich am Ende des Tages nur ein Test, ob ihr euch das traut, das zu machen. Auch so ein bisschen diese unangenehme, ne? Nummer 6 hat gar nicht gezögert, der hat direkt losgelegt. Sehr stark. Wie fandest du meinen aber? Fand ich stark. Ja? Du hast richtig losgelegt, Der Herr weiß, wie es läuft. Wisst ihr, warum ich es in dem Moment konnte, wegen dem Lied? Und ich war einfach im Modus. Privat, gell? Ja. Ich liebe immer vom Spiegel. Nee, ich fand's super. Aber ich glaube, auch wenn er die coolsten Schuhe hat, muss ich Nummer 2 rauswählen. Echt? Nummer 2? Komm gerne einmal zu uns nach vorne. Schade. Hallo. Schon wieder Babyface, ja? Scheiße. Der passt so perfekt zu ihr, Bruder. Chat, wenn einer zu ihr passt, dann genau er. Hast du gut ausgewählt, ihr Mensch. Ich hab mir echt Mühe gegeben diesmal. Wie geht's dir? Gut, selbst? Ja, alles frisch. Wunderbar. Was ist dein Bodycount? Hallo! Du hast noch ein bisschen, du kannst nicht fragen. Nein, alles gut, Bruder. Danke dir fürs Mitmachen. Ja, danke schön. Viel Spaß euch noch. Danke, ciao. Ja, passt so perfekt zu dir. Ja, der Vorhang geht nach oben. Tomatolix vor Selbstexperimente. Geil. Endlich. Runde 4. Du darfst dich umdrehen. Wir haben Outfits. Okay. Ja, die Jacke von mich haut's auch nicht um, fresh. Ich bin ehrlich. Ja. Okay, ja, du hast Fragen mitgebracht. Wir müssen jetzt hier aussortieren. Okay, zack. Was ist das Peinlichste, was euch beim Pegador-Snipes-Stammkunden GV passiert ist? GV. GV. Sie wissen, was GV ist? Ja, obviously, you know, gemeint ist. Du suchst aus. Ja, ich würde sagen, Nummer 1 fängt an. Das finde ich gut. Nummer 1. Mit einer Krücke irgendwie verprügelt worden. Ich bin gerade echt am Überlegen. Was machst du denn in meinem Bett, mein Jod? Man muss ja auch mal was ausprobieren. Wenn man sie schon hat, die Krücken, Mensch. Ein Pimmelbruch oder so. Ist dir das schon mal passiert? Aber so ähnlich. Also, also es gibt so ein Bändchen, das hält so alles ein bisschen zusammen. Und das passiert tatsächlich hin und wieder mal bei dem einen oder anderen Kollegen von mir. Zum Beispiel. Und dann, wenn das so ein bisschen reißt, wenn das so ein bisschen reißt, das bockt echt wenig. Und das passiert dir regelmäßig. Mir? Ich rede doch von einem Kollegen. Ja, natürlich. Nein, es ist diesem Kollegen schon mal passiert, ja. Okay, ja. Nummer dem Kollegen-Chat. Eins.
Das Unangenehmste war, also ist schon was her. Scheiße. Auf jeden Fall, da, ja, dann war es halt so, ne? Und da war ein Kumpel halt dabei, der auch in dem Zimmer halt gepennt hat. Oh nein. Und das war halt schon sehr, sehr unangenehm. Also es war, ich könnte jetzt eine Story erzählen. Guck mal, Chat, es war einmal so, dass. War schon krank, weil. Ist der wach geworden? Wir dachten, er wäre am Schlafen gewesen und am nächsten Tag hatten wir halt. Schule, aber der Arme. Er auch nichts. Er liegt da nur so ein Zimmer. Er war ein Ehrenmann, er hat nichts gesagt und am nächsten Tag hatten wir halt Schule und. Ja, da kam der halt so auf uns zu und hat das halt einfach rausgehauen vor allen Leuten so. Ja, es war schon sehr unangenehm. Er hat darauf gewartet, dass er joinen kann. Er hat aufs Zeichen tatsächlich gewartet. Ja, ich glaube, der hat nur gewartet, bis ich frage. Ja, ja, das stimmt. Nummer 4. Leg einen drauf. Ja, also das kann ich auf jeden Fall nicht toppen, zum Glück. Aber bei mir war es einmal so, Familienfeier, irgendein Geburtstag zu Hause und die ganze Familie ist halt zu Hause, müsst ihr euch vorstellen. Mein Zimmer ist direkt neben dem Esszimmer zu einem Zeitpunkt gewesen. Und ich weiß nicht wieso, ich glaube, mein kleiner Cousin dachte, ich spiele irgendwie Playstation mit meiner Freundin oder was weiß ich. Also, das ist schon ein paar Jahre her zum Glück. Piu, piu, piu. Dann, ja, ist der, Spaß beim Spielen. Ist der reingelaufen, Decke direkt drüber gezogen, ging aber gut. Also, ich glaube, der hat nicht so viel gecheckt. Chat, habt ihr schon mal jemanden beim Geschlechtsverkehr erwischt? Boah, ich glaube, ich noch nie. Okay. Aber war schon ein bisschen unangenehm. Also, kleiner Cousin hat mäßig Eltern, das ist ein Zimmer gestört. Eltern. Stell dir vor, du hast deine Eltern erwischt beim Geschlechtsverkehr. Ja, vor allem, weil Wohnzimmer war noch da, Esstisch hat reingeguckt, ne? Hä, zweimal, ey? Du hast zweimal deine du hast zweimal deine Eltern beim Geschlechtsverkehr erwischt? Ey, wie oft habt ihr denn eure Eltern beim Geschlechtsverkehr erwischt? Was geht denn ab bei euch, Bruder? Kennen die es irgendwie nicht, eine Tür zuzuschließen? Was geht denn ab bei denen? Okay. Also, war schon ein bisschen unangenehm. Ach, der weiß bestimmt nicht, was passiert ist. Ich glaube auch nicht. Hat mich nie drauf angesprochen. Okay. Herrlich. Stark, danke für die Storys. Nummer 6. Ja, ich bin mal beim GV hyperventiliert. Und da bin ich fast ohnmächtig geworden und dann musste der Krankenwagen geholt werden. Oh. Hyperventilieren ist so dieses so richtig schnell atmen, ne? Du machst gerade so, ich will es gerade nicht machen, weil ich nicht gebannt werden möchte. Du drückst die einfach wirklich so durch eine Betonwand und währenddessen Gott, wie schrecklich. Ja, und was habt ihr denn getan, dass es dazu gekommen ist? Auf jeden Fall. Ja. Der hat ja richtig Gas gegeben. Auf jeden Fall habe ich da noch die Unterwäsche halb angehabt und da war der Krankenwagen auch schon da und hab mich halb nackt gesehen. Aber auf jeden Fall ist egal. Das war's. Au! Ja. Ich liebe diese Story. Oh Gott, du Armer, es tut mir irgendwie gerade voll leid, aber es ist auch sehr witzig. Ich feier's geisteskrank. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was war deine Story? Was, ne, wenn wir schon auspacken müssen? Ja, ah, ernst. Sowas unnormal peinliches ist mir nie passiert, aber ich habe einmal irgendwie so random Lachflash mittendrin bekommen. Ich hasse sowas. Oha. Ich hasse sowas. Und das der ist so dachte sich, ich lach den irgendwie ja, aus. Das ist auch richtig schlimm, wenn das passiert. Oh nein. Das ist richtig schlimm. Er so, ja. Er so, oh mein Gott. Es war jetzt nicht so richtig. Einfach so ein Lachflash. Nicht peinlich, aber ja, es war dann hat ein bisschen. Anders, danke fürs Ab. Ich weiß auch nicht. Ach, komisch. Es ist auch nichts Witziges passiert. Ich muss einfach lachen. Hahaha, so ein kleiner. Ja, keine Ahnung. Wie ist der Plan? Können wir jemanden schießen? Die langweiligste Story? Die spannendste Story? Nummer 6 ist gesaved. Mhm. Weil fand ich ultra sympathisch gerade und richtig lustig, die Story. Dann haben wir die Schulsysteme mit seinem Kumpel und das kleiner Cousin kommt ins Zimmer. Ja, ich glaube, ich will. Ja, Nummer 4, kommen Sie bitte nach vorne, der Herr. Der braucht Luft. Ich wollte gerade sagen, ich finde das nicht richtig. Ich habe gar keinen Bock mehr hinterm Funk. Alles gut. Hallo, schön. Er heißt Karim, lol. Danke dir. Passend zum Shirt. Ja, ist so, wow. Ich sag, wie stolz er das gerade gesagt hat. Ja, passend zum Shirt. Nein. Ich habe mich heute mit ein paar Freunden beraten, was trage ich. Die so, ey, die passen zu deinen Augen, du musst sie tragen. Was hast du mir da ausgewählt? Ich habe dir vorher gar nicht gesagt, was mein Typ ist. Er so, Locken, Babyface. Ich sag dir ehrlich, wir machen einfach unseren Job gut. Und boah, er hat mies krasse Augen. Wir haben so eine Intention. Ihr habt es gerochen. Ja. Ich war so, ja. Paula braucht genau die Jungs. Ja. Ja, danke dir. Da vielen Dank. Genau, am besten, ja. Das Finale. Ey, Chat, denkt ihr, hier in Deutschland würde das kommen, wenn so Rapper bei 20 Versus mitmachen, so wie in Amerika? In Amerika zum Beispiel 20 Frauen versus DaBaby und so, Bruder. Stellt euch so vor, keine Ahnung, 20 Frauen versus Jazik. Finale. Okay. Oh, kennt ihr die 5 Love Languages?
Also Geschenke geben, Physical Touch, so Wörter, also Komplimente. Macht ihr lieber was für andere? Seid ihr eher, also ist euch eher wichtig, dass ihr touchy seid? Kuscheln, macht ihr gerne Geschenke? Man denkt, ich habe wirklich schon Vokabeln gelernt. Babbelt ihr lieber oder verbringt ihr lieber viel Zeit miteinander? Was ist so euer Vibe? Nummer eins. Also ich feiere es übel, wenn das Mädchen touchy ist tatsächlich. Ich schenke gerne Sachen irgendwie, weil ich allgemein so feiere es, wenn sich irgendwie die andere Person irgendwie freut. Irgendwie, das freut mich dann irgendwie automatisch auch. Mhm. Und das macht mich dann auch automatisch glücklich. Wenn es bei mir, also wenn es andersrum nicht so ist, finde ich es eigentlich halb so wild tatsächlich. Mhm. Aber ich bin da schon so into it tatsächlich. Okay, Nummer 6. Also bei mir ist, glaube ich, Words of Information war es, das wüsste ich. Of Information. Words of Information. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also wenn man sich öffnet halt auf jeden Fall und man richtig viel miteinander redet und kommuniziert. Und vor allem ist es mir auch wichtig, Geschenke zu machen. Also okay, Rosen, also Quality Time. Ja, und, also Rosen. Ich bin immer so ein Typ, der gerne Rosen verschenkt. Aber ja. Mehrere Frauen, eine, wie viele? Warum lachst du? Das war eine legitime Frage. Ich hatte ja Dates mit einer Chat, ne? Und die Arme, die wurde noch nie gut behandelt. Wisst ihr, wie sie sich gefreut hat, als ich der mal so eine Rose geschenkt habe? Das ist zu krass, Bruder, wirklich. Was sind wir Männer für Arschlöcher, ehrlich? Ich bin auf den Ringen. Rosen. Ta-ta-ta. Ja, okay. Was sind deine Love Language? Oder deine Love Languages? Ich weiß gar nicht. Quality Time. Ja? Wenn man einfach was Cooles zusammen macht. Mhm, ja. Okay. Bin nicht so ganz so die touchy Person tatsächlich. Echt? Ja. Krass. Ich glaube, wenn das jemand... Alles für nichts? Nee, guck mal, Chat. Das, warum beendet? Also aus einem guten Grund beendet, aber man hat ja noch Kontakt, weil man ist ja im Guten auseinandergegangen. Checkt ihr, was ich meine? Aber so dieses, wenn du Hilfe brauchst und so. Also. Und viel braucht, könnte ich dem nicht so gerecht werden, tatsächlich. Du, am Ende des Tages, du entscheidest. Ich muss auch sagen, Nummer 6 hat eine Cap in der Hosentasche, ne? Mhm. Nicht in der Hosentasche, aber an... Ja, und ich muss sagen, ist ein Flex, wenn dir eine Kappe steht. Hm? Ja. Steht mir? Ja, sieht super aus. Sagst du? Ja, ist gut. Thank you very much, my friend. Ja, schieß einen raus. Boah, ich muss mich jetzt entscheiden. Ja, es reicht. Langsam reicht's. Okay, es reicht. Ich glaube... Es reicht. Ich muss erst rauswählen und dann darf ich meinen Gewinner sehen. Mein ja, Date. Ja, genau, ja. Ich glaube, ich wähle Nummer 1 raus. Nummer 1, komm einmal gerne zu uns nach vorne. Warte, dann Nummer 1. Hallo. Hi. Oh nein, du kannst gar nicht. Er sieht ein bisschen aus wie der von vorhin, oder nicht, Chat? Er sieht low-key aus wie der von eben gerade, oder bin ich dumm? Ich laufe ein bisschen, passen Sie auf, ne? Hi, Exxon. Hallo, freut mich. Exxon Kowalski. Geiler Name, Digga, Exxon. Danke, ja, danke. Wie geht's, wie läuft's? Schon wieder laufen? Boah, ja, soweit. Ja. Läuft nicht so gut, aber so mit Knie oder so weit ansonsten. Ja, das war echt eine dumme Frage von mir, wie läuft's, ne? Glaubst du, du hast dich beim Twerken nicht noch weiter verletzt? Ja, nee, alles gut, nee, das mach ich gerne. Ist sie dein Typ? Das macht sie gerne. Darf, darfst offen und ehrlich sein. Boah, ja. 10 von 10 auf jeden Fall. 10 von 10 sogar. Herzlichsten Dank. 10 von 10 bekommen. Top. Alles bin stolz auf dich. Erreicht. Geil. Danke. Danke dir fürs Mitmachen. Gerne. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Wir haben dein, wie heißt du Nummer 6? Amber. Amber ist jetzt hier dein Gewinner der Herzen. Du darfst Paula jetzt kennenlernen, aber vorher mache ich mich aus dem Staub, damit ihr auch wirklich eure halt Zweisamkeit, Quality Time habt. Oh ja, Quality Time. Schafft ihr das? Ich schaffe das. Okay. Tschüss, Paula. Tschüss. Später. Machen Sie es gut. Ne? Amber, viel Spaß. Soll ich jetzt vorkommen? Ja, bitte kommen Sie. Hallo, ich stehe alleine. Ja. Hi. Hi. Hallo. Hi, was geht? Wie geht's? Sie hat sich low-key für ihn entschieden, Bruder. Mein Bro denkt, er wäre der Brawler. Ich glaube, sie hat sich für ihn entschieden, Bruder, damit sie nicht rassistisch genannt wird, ja. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, ich bin ein bisschen nervös und hab da ein bisschen gemerkt. So. Bin ein bisschen am Zittern, aber ja. Hast du Luft bekommen in deinem Vor? Ja, es geht. Ich hab ein bisschen viel... Einer schreibt Faro YouTube einfach. Das ist rassistisch. Eingraben, aber alles cool. Sehr gut. Woher kommst du? Ich komme aus Kassel. Kassel tatsächlich. Ich bin nicht hier. Maxim, danke fürs Sub. Da Kupi, danke fürs Sub. Kassel. Kassel ist in Hessen. Ah, ich komme ja eigentlich aus Hessen, mein J. Wo denn her? Aus Frankfurt komme ich eigentlich. Oh, dann. Wann bist du denn das nächste Mal in Frankfurt? Paula, ja? Ist ja fast nebenan gewesen, ja. Ja, Mensch. Nee, aber wo ist Kassel? Hessen wusste ich's doch. Tatata. Danke, dass du uns die Zweisamkeit gelassen hast. Ich wollte ja, also vielleicht wäre ja ein Kuss gefallen oder so, man weiß ja nicht. Oh, okay. Also so schnell jetzt auch nicht. Ja, halt, stopp. Erste Date, ne? Halt, stopp, Mister. Wie gefällt sie dir? Sei ehrlich. Du darfst hübsches ehrlich sein. Mädchen auf jeden Fall. Sehr hübsches Mädchen, ja. Ja, Chat, sie hat es mir irgendwie angetan, Digga. Dein Islam muss maybe zuschlagen. Aber das Ding ist, Chat, ich glaube, das ist nicht so eine, bei der du sliden kannst und so, weißt du, diese so auf lustig und so. Ich glaube, das ist so eine, mit der erstmal so 3 Jahre Beziehung und dann geht es vielleicht so Richtung Kuss.